Teil 2. Sie hören nun einen Text. Sie hören den Text einmal. Dazu lösen Sie 5 Aufgaben. Wählen Sie bei jeder Aufgabe die richtige Lösung A, B oder C. Lesen Sie jetzt die Aufgaben 11 bis 15. Dazu haben Sie 60 Sekunden Zeit. Sie nehmen an einer Stadtrundfahrt in Potsdam teil. Meine Damen und Herren, auf unserer winterlichen Potsdam-Sanssouci-Tour durch die brandenburgische Hauptstadt kommen wir nun bald zum Höhepunkt unserer Fahrt, dem Sommersitz von Friedrich dem Großen, Schloss Sanssouci. Das Wort Sanssouci kommt aus dem Französischen und bedeutet ohne Sorge. Außer in Kriegszeiten wohnte der König hier von Ende April bis Anfang Oktober. Hierher zog er sich mit seinen Hunden am liebsten zurück und komponierte, musizierte und philosophierte. Es ist ja bekannt, dass Friedrich der Große, auch der alte Fritz genannt, sich mehr für Musik und Dichtkunst interessierte als für Kriege. So ist es nicht verwunderlich, dass er in Berlin die Akademie der Wissenschaften gründete und die Pressefreiheit und die Schulpflicht einführte. Nach französischem Vorbild wurde dieses Lusthaus auf dem Weinberg eingeschossig und mit einer eher kleinen Zahl von Räumen, nämlich 12, errichtet. Schließlich bewohnte Friedrich nur 5 Räume selbst, die übrigen 7 Räume waren für ausgewählte Gäste bestimmt. Friedrich wollte kein repräsentatives Gebäude, sondern ein intimes Wohnschloss im Stil des Rokoko. Vom Innenraum wollte er direkt auf eine breite Terrasse und von dort in den Garten gelangen. Wir haben noch ein paar Minuten Fahrzeit, so erlauben Sie mir, noch einiges über den Park zu erzählen, in dem das Schloss liegt. Mit circa 70 Kilometer Wegen ist er die größte Parkanlage in Brandenburg und zieht jährlich über 1 Million Besucher an. Friedrich der Große wollte Pflaumen, Feigen und Wein züchten und ließ dazu im Jahre 1744 den Terrassengarten im Park anlegen. Doch wegen der außerordentlich schönen Aussicht bekam der König schon ein Jahr später Lust, oberhalb der Terrassen ein Schloss zu bauen, das dann in den Jahren 1745 bis 1747 von dem Architekten Knobelsdorf geplant und errichtet wurde. Mehrere Monarchen haben nach Friedrich dem Großen im Schloss gewohnt und natürlich hat jeder seine Spuren hinterlassen. Die letzte königliche Bewohnerin von Schloss Sanssouci war die Witwe von Friedrich Wilhelm IV., die noch 13 Jahre im Schloss lebte, nämlich bis 1873. Danach wurde das Schloss zu einem Museum und ist seit April 1927 öffentlich zugänglich. Seit 1990 steht das Schloss als Weltkulturerbe unter dem Schutz der UNESCO. Keine Frage, dass die Schlösser im Parc Sanssouci heute auch als wunderbare Kulisse für Veranstaltungen und Musikfestspiele genutzt werden. Im Zweiten Weltkrieg verschwanden viele Kunstgegenstände der Schlösser von Potsdam. Nach der Wiedervereinigung Deutschlands kehrten zumindest die Büchersammlung Friedrichs des Großen sowie 36 Ölgemälde ins Schloss zurück. So, wir steigen nun aus, gehen dann durch einen der Haupteingänge, das grüne Gitter, besichtigen die Innenräume von Schloss Sanssouci und machen anschließend einen Spaziergang im Park.
Vergessen Sie auch Ihre Fotoapparate und Kameras nicht.